Fernweh, die Reisereportage. Heute Zentralvietnam, geheimnisvolle Kulturen, Marmorberge als Pilgerziel und Urlaubszauber vom Feinsten. Früh morgens, wenn erstes sanftes Licht das Land streichelt und die ersten Sonnenstrahlen die Morgennebel auflösen, verströmt Vietnam den geheimnisvollen Zauber des alten Asien. Als wäre dieser Teil des Landes übersehen worden beim allgemeinen Aufbruch in die Zukunft. Selbst in den Städten schlägt der Puls der Zeit etwas langsamer als in den Metropolen des Nordens und Südens. Nur langsam wird Zentralvietnam vom Tourismus entdeckt. Ein Landstrich, der neben vielen Kulturschätzen auch unzählige Traumstrände an einer schier endlos langen Küste zu bieten hat. Eingerahmt von China, Laos und Kambodscha, erstreckt sich Vietnam über die gesamte Halbinsel Indochinas. Die Fernwehreise nach Zentralvietnam führt von der Kaiserstadt Hue in die alte Handelsstadt Hoi An und zu den Stränden von Nha Trang weiter im Süden. Wenig würdevoll präsentiert sich die altehrwürdige Kaiserstadt Hue. Hunderte von Mopeds düsen laut knatternd durch die Straßen. Die Vorherrschaft der Fahrräder geht auch hier zu Ende. Unten am Huangjiang-Fluss dümpeln wie eh und je die Hausboote vor sich hin. Ihre Bewohner, die mehr schlecht als recht vom Fischfang leben, hoffen, dass ihnen der Tag einen Gelegenheitsjob beschert. Mit dem Transport von Waren aller Art bessern sie ihren Lebensunterhalt auf.